Ein herzliches Hallo, ihr lieben Lesebegeisterten. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist wieder Kati vom Felsengrund Verlag. Und heute lesen wir das dritte Kapitel von Der Fall von Rabeneck. Ihr wisst, alle Infos stehen wie üblich unten in der Infobox. Ihr findet auf den Verlagsseiten bzw. auf den Seiten zum Buch www.derfallvonrabeneck.de alle nötigen Infos und auch noch Zusatzmaterial. Und wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann kriegt ihr auch noch tolle Kurzgeschichten, die so ein bisschen Vorgeschichte zu dem Buch erzählen, wie es in der Kindheit von Alea und Richard und Lukas und ach, wen auch immer war. Und ja, aber hier hört ihr jetzt das dritte Kapitel und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Die Magd Anna. Als der junge Landgraf nur in Begleitung zweier Ritter, seines Onkels, der jungen Burschen und einiger weniger Soldaten durch das untere Burgtor ritt, sahen die Bewohner der Burg Schwarzenbach verwundert von ihrer Arbeit auf. Es waren nicht alle Ritter zurückgekehrt und der Burgherr schien schlechter Stimmung, wie seine grimmige Miene vermuten ließ. So grüßten die Leute ehrerbietig und gingen dann mit gesenkten Köpfen schnell zurück an ihre Arbeit. Doch hinter vorgehaltener Hand tauschten sie ihre Annahmen über das vermeintliche Geschehen aus. Vor dem Saalbau, dem stattlichen Wohngebäude der Burg, hielten der Landgraf und sein Marschall an und schwangen sich aus den Sätteln. Sofort eilten einige jüngere Stallburschen herbei und nahmen den Herren die Pferde ab. Richard überließ es seinem Onkel, die kurz nach ihnen angekommenen Jungen wieder an die Arbeit zu schicken. Er kraulte lediglich seinen alten Jagdhund Carlos hinter den Ohren, der ebenfalls aus Richtung Stall zu ihm kam und seinem Herrn zur Begrüßung um die Beine strich, und ordnete an, man möge ihn umgehend unterrichten, wenn seine Ritter mit den Leuten aus Rabeneck eintrafen. Dann verschwand er im Inneren des Saalbaus, in dem sich seine Gemächer befanden. Als Lukas und Mathis gegen Mittag mit ihrem Tross in den oberen Burghof zogen, wiesen die Ritter das Gesinde zunächst an, sich im Schutz der Seitenwand des Stalls und unter dessen ausladendes Dach zu lagern. Es war heiß geworden und alle waren erschöpft nach dem Marsch durch die brennende Sonne. Die Rabenecker Ritter und ihre Damen ließen sie in den Rittersaal des alten Pallas begleiten und ihnen dort Erfrischungen reichen. Lukas schickte zwei Knechte zum Brunnen, um auch an die übrigen Neuankömmlinge Wasser zu verteilen, und eine Magd beeilte sich, Brot aufzutreiben, denn Lukas hatte nicht den Eindruck, dass sein Dienstherr die Leute wie Gefangene behandeln und hungern lassen wollte. Auch der alte Marschall von Hohenbeck teilte diese Auffassung. Er war sofort aus dem Stall getreten, als er der Unruhe im Hof gewahr wurde, und hatte dem kleinen Wilhelm einen Wink gegeben, die Gräfin und den Burgherrn zu holen. Wilhelm war inzwischen 8 Jahre alt und von seinem Vater, einem entfernten Verwandten des Hauses Schwarzenbach, zu Richard geschickt worden, um dort seine Knappenausbildung zu absolvieren. Freilich war er mit 8 Jahren noch zu jung für einen richtigen Knappen, so diente er auf Schwarzenbach zur Zeit als Page. Von seinem Gemach aus konnte Richard die Ankömmlinge sehr gut sehen und nahm sich Zeit, sie zu beobachten. Er hatte dem Befehl des Königs nicht gern Folge geleistet. Das Haus von Rabeneck war einst sehr eng verbunden mit dem seinen, und er kannte einige der Menschen, die heute ihr Zuhause auf Burg Rabeneck verloren hatten, schon aus seinen Kindertagen. Auch die junge Grafentochter kannte er, und diese suchten seine Augen nun unter dem Gesinde. Der alte Graf war entkommen, was Richard immer noch missmutig stimmte. Nun war zwar die Burg, deren Herr im letzten Jahrzehnt fortwährend gegen den König rebelliert hatte, geschleift, aber die Ergreifung des Grafen zu Rabeneck war ihm nicht gelungen. Das würde den König wenig freuen, doch darüber wollte er sich später Gedanken machen. Jetzt galt es, Alea zu finden. Sie musste sich unter das Gesinde gemischt haben. Aus irgendeinem Grund fühlte sich Richard für ihre Sicherheit verantwortlich und wollte sie schützen, ihr hier auf Schwarzenbach eine Zuflucht und vielleicht sogar ein neues Zuhause geben, falls er sie fände. Und wenn ihre Anwesenheit auf seiner Burg einst den alten Fuchs aus seinem Loch lockte, umso besser. Nochmals ließ er seinen Blick über die Mägde gleiten, die Mathis mitgebracht hatte, und plötzlich fielen ihm ein unscheinbar gekleidetes Mädchen und ein Jüngling ins Auge, der sich möglichst unauffällig in ihrer Nähe aufhielt und scheinbar stumme oder geflüsterte Botschaften mit ihr austauschte. Das musste sie sein. Er dachte nach und kam zu dem Schluss, Alea, wenn sie denn eine Magd sein wollte, zu seiner Schwester in den Dienst zu schicken. Therese von Schwarzenbach war die unumstrittene Herrin der Burg. Denn da ihre Eltern tot und die Geschwister beide unverheiratet waren, führte sie ihrem Bruder den Haushalt und wurde von den meisten Burgbewohnern liebevoll die Gräfin genannt. Richard ging zu der Wasserschüssel, die eine Magd
bei seiner Ankunft mit warmem Wasser gefüllt hatte. Er wusch sich nochmals Gesicht und Hände in dem inzwischen angenehm kühlen Wasser und trocknete sich an einem frischen Leinentuch ab. Dann nahm er den dunkelgrünen Sommermantel, der auf seiner Kleidertruhe für ihn bereit lag, und legte ihn an. Gerade als er sich anschickte, den Weg nach unten anzutreten, klopfte es zaghaft an seiner Tür. Er öffnete und sah auf den kleinen, atemlosen Wilhelm hinab, der einen artigen Diener machte und ihm höflich mitteilte, dass Ritter von Rosenstein zurück sei und man den Landgrafen im Hof erwarte. Richard dankte dem Jungen freundlich. Der kleine Kerl hatte ihm anfangs ein wenig leid getan, da er recht jung in eine so fremde Umgebung geschickt worden war und zunächst Mühe hatte, sich auf Schwarzenbach einzuleben. Der junge Landgraf und seine Schwester gaben sich jedoch große Mühe mit ihrem Schützling. Auch gab es an Richards Hof derzeit kaum grobschlächtige Knappen, die ihr Mütchen an unschuldigen Pagen kühlten. So hatte der Kleine es letztlich nicht allzu schwer gehabt. Richard folgte seinem Pagen nach unten und durch die große leere Halle, die nur zu besonderen Anlässen genutzt wurde. Sein Vater hatte den großzügigen Saalbau errichten lassen, als ihm das Amt des Landgrafen angetragen wurde. Er war der Ansicht, dass für die höhere Stellung auch ein ansehnlicheres Wohngebäude her musste. Nun bewohnten Richard und seine Schwester die Wohngemächer im Obergeschoss, doch nutzten sie für die täglichen gemeinsamen Mahlzeiten des Haushaltes stets den Rittersaal im alten Palast. Dieser war für die überschaubare Burgbesatzung ausreichend groß und in der kalten Jahreszeit wesentlich leichter zu beheizen, auch wenn der alte Landgraf durchaus großzügig Kamine im Saalbau hatte einbauen lassen. An der schweren Eichentür angekommen, war Wilhelm eben im Begriff, sich kräftig dagegen zu stemmen, um seinem Herrn die Tür aufzuhalten, als dieser ihn anwies: »Lauf nun schnell auch noch hoch und hole meine Schwester.« Der Junge hielt inne, trat einen Schritt von der Tür zurück und heftete den Blick verlegen auf den Boden vor seinen Füßen. Er biss sich auf die Unterlippe. Richard zog verwundert eine Braue nach oben und fragte: »Was hast du denn auf einmal?« »Die Frau Gräfin muss gleich hier sein. Ich war zuerst bei ihr, bevor ich zu euch kam,« gab der Page kleinlaut zurück. Richards Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen und in seiner Stimme lag jetzt jener gefürchtete Tonfall, der den Kleinen jedes Mal frösteln ließ, als er nachhakte: »Was sagst du da? Hatte ich nicht befohlen, du solltest sofort zu mir kommen?« »Ja, Herr«, säuselte Wilhelm und sah flüchtig zu Richard auf. Als er dessen Blick begegnete, der eine seltsame Mischung aus Zorn und Enttäuschung spiegelte, zog er den Kopf ein, als erwarte er eine Ohrfeige, die jedoch nicht kam. Der kleine Page spürte nur weiter den Blick seines Herrn schwer auf sich ruhen. »Oh, bitte, mein Fürst, seht mich nicht so an«, flehte er. »Ich kann es erklären.« »Ich höre«, gab der Landgraf in unverändertem Tonfall knapp zurück. »Ich wollte gewiss nicht ungehorsam sein, Herr«, versicherte er. »Aber Marcel von Hohenbeck hat es ja doch auch befohlen. Er sagte, ich solle auf dem Weg zu euch nur schnell auch zur Gräfin gehen. Und dann, als ich schon losgelaufen war, habe ich ihn noch sagen hören, dass die Dame sicher länger brauchen würde als ihr, um sich instand zu setzen. Deshalb wäre es nur gut, wenn sie mehr Zeit dazu hätte.« Er hatte das alles mit nur einem Atemzug hervorgebracht und schaute nun scheu wieder zu seinem Herrn auf. Dieser sah den Jungen immer noch durchdringend an, doch das zornige Blitzen war aus den dunklen Augen verschwunden. Der kleine Page fasste deshalb ein wenig Mut und da sein Herr nichts erwiderte, ergänzte er selbst: »Und seht ihr, er hatte recht, denn ihr seid schon da und sie nicht.« Ein verlegenes Grinsen machte sich auf Wilhelms Gesicht breit, dem Richard nichts entgegenzusetzen hatte. Er mochte diesen Jungen. Lachend schüttelte der Landgraf den Kopf. Doch nur einen Augenblick später wurde er wieder ernst und sagte mahnend: »Wilhelm, du bist ein Naseweis. Ich habe das gern, weil du mich zum Lachen bringst und werde es dulden, wenn wir unter uns sind. Lass dir aber niemals einfallen, mich mit deinem vorlauten Mundwerk vor anderen in Verlegenheit zu bringen. Hast du das verstanden?« In den letzten Worten schwang eine unüberhörbare Drohung, so dass der Junge betroffen zu Boden sah und nur stumm nickte. »Und noch etwas«, setzte Richard seine Ansprache fort, »als Knappe und auch später als Ritter, der du ja einmal werden willst, nicht wahr?« Wieder ein stummes, aber entschiedenes Nicken. »In jedem Fall bist du zuerst deinem eigenen Herrn verpflichtet und dieser muss sich auf dich verlassen können. Du musst lernen, weise abzuwägen, wann der Befehl eines Dritten wirklich schwerer wiegt als der deines Dienstherrn. Verstehst du das?« »Ja, Herr«, kam leise, aber prompt die Antwort. »Also gut. Jetzt mach mir endlich die Tür auf und dann warte hier auf meine Schwester«, ordnete Richard an, und sein kleiner Page tat erleichtert, wie ihm geheißen.
Als Richard in den sonnenbeschienenen Burghof hinaustrat, nahmen die beiden Ritter seiner Leibwache, die nach einer Erfrischung vor dem Eingang zum Saalbau Stellung bezogen hatten, Haltung an, und nach verstummten die Gespräche im Hof. Der Burgherr schritt, gefolgt von seinen Rittern, die Stufen vom Eingang des Saalbaus hinunter, und Lukas von Rosenstein und Matthes von Ehrenfels eilten ihm entgegen. Sie hatten, wie vom Landgrafen befohlen, die Leute von Rabeneck mit hergebracht, die er wollte, und die alte Burg geschleift. Ob die Zeit und der Sonnenschein ausgereicht hatten, um die Stimmung ihres Freundes wieder aufzuhellen, wussten sie hingegen nicht, deshalb näherten sie sich ihm vorsichtig. Höflich verbeugten sie sich vor dem Herrn von Schwarzenbach, und Lukas gab ihm Bericht über das Geschehene. Richard gab jedem von ihnen einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und nickte zufrieden. Dann ging er auf den Stall zu, wo die Knechte, Mägde und Handwerker von Rabeneck im Schutz des Daches mit gesenkten Köpfen warteten. Manche von ihnen hatten bereits von dem edlen jungen Landgrafen gehört, der als geschickter Heerführer und kluger Landvorsteher hoch in der Gunst des Königs stand. Man sagte, er sei streng, aber niemals ungerecht oder grausam. Und so machten sich wohl manche Hoffnung auf ein gutes Leben auf seiner Burg und waren bestrebt, ihren neuen Herrn vom ersten Eindruck an zufriedenzustellen. Alea hingegen wusste so gut wie nichts über Richard von Schwarzenbach. Sie hatte ihn zuletzt auf der Burg ihres Vaters gesehen, als das Verhältnis zwischen ihren Familien noch von herzlicher Freundschaft geprägt war. Das musste also mehr als 12 Jahre her sein. Da war sie selbst noch ein kleines Mädchen gewesen. Ob er sich noch an sie erinnerte, konnte sie unmöglich ermessen. Sie war sich sicher, dass er wohl um ihre Existenz wissen musste, und vielleicht wunderte er sich auch, wo die Grafentochter sein mochte. Aber schließlich würde er sie sicher an der Seite ihres Vaters vermuten. Als der junge Landgraf sich der Gruppe näherte, fielen ihr jedoch sofort seine unauffällig suchenden dunklen Augen auf. Er besah sich jeden Einzelnen und nahm sich die Zeit, mit jedem ein paar Worte zu wechseln. Der Burgherr sprach zur allgemeinen Erleichterung freundlich mit den Leuten und wies seine Bediensteten an, jedem seine Arbeitsstelle und seine Unterkunft zu zeigen. Nachdem er auch mit den Knappen und Knechten gesprochen hatte, kam er schließlich zu den Mägden. Es waren 5 junge Mädchen, die mehr oder weniger anmutig vor ihm in einen tiefen Knick sanken. Hinter den Röcken eines etwa 17 Jahre alten Mädchens, das sich in Anmut und Gestalt deutlich von den anderen abhob, versteckte sich ein weiteres kleines Mädchen, das vielleicht etwas jünger als Wilhelm war. Richard beugte sich hinunter und streckte seine Hand nach dem Kind aus. »Na, wen haben wir denn da?« »Wie heißt du, Kleine?« fragte er freundlich. Die Kleine und auch das Mädchen, das vor ihm stand, erschraken, doch die Ältere gab der Jüngeren einen sanften Schubs in seine Richtung. Das kleine Mädchen stolperte auf ihn zu, als es vor ihm stand, legte es die Hände zusammen und antwortete mit gesenktem Kopf, »Mein Name ist Vera, Herr.« »Willkommen auf Burg Schwarzenbach, Vera«, erwiderte der junge Landgraf. »Wo ist deine Mutter?« Das Mädchen schluckte und begann augenblicklich zu schluchzen. Die Magd, die bei ihr stand, legte den Arm tröstend um die Schultern ihres Schützlings und bat, »Bitte, hochedler Fürst, darf ich für Vera antworten?« »Sie ist tot, nehme ich an«, sagte Richard, ohne die Frage des Mädchens zu beantworten. Stattdessen sah er die Ältere an und fragte seinerseits, »Und wer bist du?« »Ich heiße Anna, Herr.« Alea senkte schnell den Blick und knickste erneut. Sie hätte sich ohrfeigen mögen. So lange hatte sie sich darauf vorbereitet, auf diese Frage flüssig zu antworten, und einem unaufmerksamen Zuhörer wäre sicher auch nichts aufgefallen. Der junge Herr von Schwarzenbach jedoch hatte sie sehr aufmerksam beobachtet, und ihm war das kurze Zögern vor dem Aussprechen ihres Namens nicht entgangen. Richard sah das Mädchen für einen kurzen Moment aus schmalen Augen prüfend an. »Was bist du, eine Kammermagd?« fragte er und war gespannt auf die Antwort. Er war längst sicher, wen er vor sich hatte, und höchst zufrieden. Aber wenn sie hier eine Magd sein wollte, sollte es ihm recht sein. Das Mädchen sah zu ihm auf und nickte. »Ich kann auf der Kammer dienen, wenn ihr es wünscht«, war die ausweichende Antwort. Wieder dieser prüfende Blick, der Alea verunsicherte. Wusste der Landgraf über sie Bescheid? Jedenfalls war ihm nicht daran gelegen, ihr Geheimnis jetzt und hier zu lüften. Mit einem nachdenklichen Nicken gab er zurück. »Dann wirst du der Burgherrin in ihren Gemächern dienen.« Er hatte sich bereits abgewandt, als Alea noch einmal ihren Mut zusammennahm und fragte, »Hochedler Fürst, bitte, darf Vera bei mir bleiben? Ich habe mich schon seit letztem Winter um sie gekümmert.« Der Landgraf sah sich nicht um, sondern machte nur über die Schulter eine zustimmende Geste mit seiner Hand und ging dann zurück zum Saalbau. Lukas, Matthes und die beiden Ritter der Leibwache folgten ihm. »Was hast du mit den Jungen vor, Richard?«
So viele Pferde haben wir nun auch wieder nicht, stellte Lukas fest und sah seinen Dienstherrn fragend von der Seite an. Wieso? Willst du denen doch endlich einen Knappen nehmen, wie es sich für einen anständigen Ritter gehört? Nickte der Angesprochene seinen Freund. Gleich nach dir, mein Fürst, gab dieser belustigt zurück. Die drei Junggesellen lebten auf Schwarzenbach ein arbeitsreiches, aber doch ruhiges Leben. Seit Richard den Titel seines alten Vaters geerbt hatte und ihm in die Stellung des Landgrafen zu Rosenwaldau-Vorringen gefolgt war, hatte es keinen Krieg mehr gegeben, in den sie in voller Rüstung und standesgemäß mit Knappen hätten ziehen müssen. Deshalb hatten sie sich auch nie ernsthaft darum bemüht. Ihre kämpferischen Aufgaben, die ihnen aus Richards Amt erwuchsen, beschränkten sich in der Regel darauf, die Zollstraßen zu sichern und Wegelagerern und Raubrittern, wie immer häufiger auch denen des Schwarzen Grafen Einhalt zu gebieten. Darüber hinaus kontrollierten die Männer des jungen Landgrafen die Bestellung der weitläufigen Güter der Landgrafschaft, sorgten dafür, dass die Bauern ihrem Frondienst nachkamen und Weide-, Rodungs- und Jagdrechte eingehalten wurden. Eine Eskorte begleitete Richard auch stets zu den Gerichtstagen, die er regelmäßig in den größeren Ortschaften abhielt. Im Übrigen hielt Marschall von Hohenbeck die Männer auf der Burg mit Waffenübungen auf Trab, so dass es für sie zwar immer genug zu tun gab, aber Knappen zumeist nicht gebraucht wurden. Wenn der Landgraf zu offiziellen Anlässen wie Hoftagen oder königlichen Jagden ritt, die ein standesgemäßes Gefolge erforderten, nahm er Gabriel von Darningen als Knappen mit, da dieser sich in der Ausbildung zumeist am besten hervortat und als Freiherr Wienhand von Darningens Sohn alten ritterlichen Geblütes war. Für Richard selbst war das im Grunde einerlei, doch in der Öffentlichkeit musste er eben seinen Stand wahren. Lukas tat es seinem Herrn sonst gleich und hatte keinen festen Knappen. Doch dieser Junge, den er von Rabeneck mitgebracht hatte und der ihm sofort aufmerksam zu Diensten war, als sie auf der Burg ankamen, hatte es ihm angetan. Wenn Richard ihn nicht wollte, würde er ihn als Knappen nehmen. Hast du den Jungen gesehen, der mir nach unserer Ankunft im Hof den Steigbügel gehalten und das Pferd abgenommen hat, bevor noch einer unserer Burschen heran war? Fragte er nun den Landgrafen. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Georg. Er hat mit dieser jungen Magd gesprochen, die das Mädchen bei sich hat. Ich habe sie vom Fenster aus beobachtet, erwiderte dieser und fragte dann, was ist mit ihm? Wenn du nichts dagegen hast, nehme ich ihn als Knappen. Der Stallmeister hat auch sonst genug Knechte und er kann ja trotzdem helfen, wenn Not am Mann ist. Abwartend sah Lukas seinen Dienstherrn an. Dieser antwortete jedoch nicht gleich, denn gerade als sie die Stufen zum Saalbau erreichten, öffnete der kleine Wilhelm die Tür und machte Richards Schwester Therese Platz. Auch die Männer am unteren Treppenabsatz traten zur Seite und neigten höflich die Köpfe, um die Herrin der Burg zu begrüßen, die in Begleitung zweier Damen erschien. Mir ist nicht bekannt, dass Rabenecks Stallmeister ritterlicher Abstammung ist. Er ist ein Leibeigener, nehme ich an. Der Junge kann dir also kaum ein standesgemäßer Knappe sein. Aber nimm ihn dir, wenn du willst. Dir dienen kann er allemal, raunte Richard Lukas zu, während Therese die Stufen hinabkam. Lukas verzog enttäuscht das Gesicht, nickte aber, denn er wusste, dass sein Freund recht hatte. Zwar konnten auch Unfreie, die sich durch Mut und Tapferkeit auszeichneten, in den Ritterstand erhoben werden, aber es war immer weniger gern gesehen. Als seine Schwester auf die unterste Stufe trat, reichte Richard ihr die Hand. »Therese, wie schön, dass du dich auch zu uns gesellst. Wir hatten dich indes schon früher erwartet, nachdem du doch rechtzeitig benachrichtigt wurdest,« ließ der Burgherr mit einem Hauch von Spott in der Stimme und einem stummen Augenzwinkern in Wilhelms Richtung verlauten, so dass der Junge prompt rot anlief. Therese war nicht anzumerken, ob sie die Spitze verstanden hatte. Sie neigte nur ihrerseits den Kopf vor dem Burgherrn und erwiderte höflich, »Verzeih, Bruder, es war mir nicht möglich, eher herunterzukommen. Ein kleines Missgeschick mit meiner Magd.« Sie sah auf und schenkte den Männern ein strahlendes Lächeln. »Nun, die Herren, euer Auszug war erfolgreich, nehme ich an?« fragte sie dann und sah erwartungsvoll von einem zum anderen. Auf Lukas verweilte ihr Blick, doch Mattes antwortete als erster, denn er hatte bisher noch keine Gelegenheit gehabt, dem Landgrafen mitzuteilen, was er von Rabeneck mitgebracht hatte. »Der alte Verwalter des Schwarzen Grafen hat mir die Bücher und alle Urkunden überlassen, die Auskunft über Lage und Größe der Güter der Grafschaft geben. Das erleichtert uns die Arbeit. Außerdem scheint er ein fähiger Mann zu sein. Wenn du erlaubst, Richard, würde ich gern mit ihm zusammenarbeiten.« »Warum nicht?« »Wenn er bleiben will, habe ich nichts dagegen,« antwortete der junge Landgraf und fuhr mit einem Nicken an Lukas Gewand fort. »Mattes und der Hauptmann haben uns alles mitgebracht, was irgend von Wert zu sein schien. Außerdem Gesinde und Handwerker, die uns auf der Burg zu Diensten sein werden.
Auch ein Schmied ist dabei, der den alten Jonas ablösen kann. Du solltest dir die Mägde ansehen und sie einteilen, wie es dir sinnvoll erscheint. Nur eine will ich dir gern vorstellen, denn ich möchte, dass du sie zu dir nimmst. Damit schickte er Wilhelm, die junge Magd, mit dem kleinen Mädchen zu holen. Während der Junge über den Hof stob, fragte die Riese mit erhobenen Augenbrauen: Meinst du nicht, ich hätte mir selbst eine neue Magd erwählen können? Richard blieb die Antwort auf die Frage schuldig und sagte nur mit einem Nicken auf die Herannahenden: Glaub mir, sie wird dir gefallen. Wilhelm hatte das Mädchen, welches sein Herr ihm beschrieben hatte, sofort gefunden. Alea saß an der Stallwand, denn bisher hatte ihr niemand gesagt, wohin sie gehen sollte. Die kleine Vera hatte es sich auf ihrem Schoß gemütlich gemacht. Als der Page auf sie zukam und sie ansprach, stellte sie das Kind auf die Beine, stand auf und klopfte den Staub von ihrem Kleid. Der kleine Junge, der kaum älter als Vera sein konnte, wies mit der Hand in Richtung Treppe und bat sie, ihm zu folgen, da sein Herr sie der Gräfin vorstellen wolle. Sofort ging die Grafentochter Vera an der Hand mit dem Pagen. Vor dem Saalbau angekommen, verbeugte sich der kleine Wilhelm vor den Herrschaften und meldete die Ankömmlinge. Alea blieb im gebührlichen Abstand zu den anderen stehen und knickste. An den jungen Landgrafen gewandt, fragte sie: Ihr habt mich rufen lassen, hochedler Fürst? Der Landgraf sah sie wohlwollend an, antwortete ihr jedoch nicht, sondern sagte zu Therese: Schwester, ich möchte dir Anna vorstellen und Vera. Ich denke, sie sind in deinen Gemächern und somit in deiner Obhut am besten aufgehoben. Anna, dies ist Gräfin Therese von Schwarzenbach, die Herrin dieser Burg, meine Schwester. Alea knickste erneut und sagte formvollendet: Erlauchte Gräfin, zu euren Diensten. Ja, ich verstehe, was du meinst, Richard, gab die Dame an ihren Bruder gewandt versonnen zurück und lächelte die beiden Mädchen milde an. Dann kommt mal mit, ihr beiden. Mit einer einleitenden Geste gebot Therese von Schwarzenbach den Mädchen, ihr ins Innere des Gebäudes zu folgen. Wilhelm stürzte voraus und hielt wiederum mit aller Kraft die schwere Tür auf. Komm doch später vorbei und hole die Mädchen zu einem Rundgang ab, Wilhelm. Sie müssen doch wissen, wo alles zu finden ist, wies sie den Jungen mit einem Lächeln an. Dann ging sie eleganten Schrittes auf die Treppe zu, ohne Wilhelms Antwort abzuwarten oder sich nochmals nach ihrer neuen Magd und deren Schützling umzusehen. Alea folgte der Schwester des Burgherrn und hoffte, dass deren Freundlichkeit nicht nur gespielt war. Etwas an ihrem Blick war ihr seltsam erschienen, aber es war nicht zu deuten. Der Landgraf hingegen schien allem, was man über ihn sagte, gerecht zu werden, aber die Gräfin konnte Alea noch nicht einschätzen. Ein mulmiges Gefühl begleitete sie, als sie die Stufen hinter ihrer neuen Herrin erklomm. Wie es wohl Georg erging? Er konnte wunderbar mit Pferden umgehen, war aber auch sonst ein wahrer Segen. Sie betete still, es möge ihm gut gehen, und sie würde oft Gelegenheit bekommen, ihn zu sehen. Die Mädchen betraten nach der Gräfin deren Gemächer. Hier lernte Alea als erstes Emma kennen, eine rundliche junge Magd, die der Schwester des Landgrafen ebenfalls in deren Gemächern zu dienen schien. Sie machte einen ungelenken Knicks, als ihre Herrin eintrat und sah Alea abschätzig von oben bis unten an, nachdem Therese von Schwarzenbach sie darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass zukünftig auch Anna und die kleine Vera in ihren Diensten stünden und Emma ihnen alles Nötige zu zeigen habe. Offensichtlich fürchtete Emma Aleas Konkurrenz um die alleinige Gunst der Herrin, so dass sie von vornherein zu beschließen schien, es ihr so schwer wie möglich zu machen. An die hohe Dame gewandt, sagte sie jedoch zuckersüß: Wie ihr wünscht, Frau Gräfin. Die drei jungen Männer waren inzwischen in die geräumige Schreibstube getreten, in die Mattes und Lukas alle Urkunden und sonstigen Dinge von Wert hatten bringen lassen, auf das der Landgraf sie begutachten und entscheiden konnte, was damit geschehen sollte. Auch Aleas Truhe und einige weitere Truhen aus den Gemächern des einstigen Burgherrn waren darunter. Seine Männer hatten sie geöffnet und Richard betrachtete versonnen Aleas Kleider, als Theobald von Warstedt zu ihnen trat und beim Anblick der Truhen hörbar die Luft einsog. Mattes hatte nach ihm schicken lassen, damit er ihnen die Lage der Güter von Rabeneck und deren Zustand auseinandersetzte. Zwar gehörte Rabeneck auch zu Richards Verwaltungsgebiet, doch überließ er die selbstständigen Grafschaften bis auf die regelmäßigen Gerichtstage weitgehend sich selbst, soweit keine Klagen vor ihn gebracht wurden. So hatte er sich bisher den Respekt der alteingesessenen Grafen und Ritter erhalten können. Doch nun, da Rabeneck keinen eigenen Herrn mehr hatte, fiel Richard die Verwaltung der Güter zu und er war dankbar, dass von Warstedt eingebildet hatte, hier zu bleiben und seinen Verwalter zu unterstützen. Der junge Landgraf drehte sich nach dem Eingetretenen um und fragte erstaunt:
Was denn von Warstedt? Dachtet ihr, wir überlassen all dies hier den Flammen? Tatsächlich bin ich überrascht, hochedler Fürst, dass ihr diese Dinge habt retten lassen, gab der alte Verwalter unter einer leichten Verbeugung zurück. Lukas fragte jedoch skeptisch, was willst du mit den Kleidern anfangen, Richard? Willst du sie Therese bringen lassen? Bei dieser Bemerkung gab von Warstedt wiederum einen kleinen Schreckenslaut von sich, den Richard wohl hörte, aber ignorierte. Er antwortete lediglich, nein, das Mädchen kann höchstens 17 sein. Therese hätte kaum Freude an diesen Kleidern. Stellt diese und die Truhen des alten Grafen in die Kleiderkammer, aber verschließt sie gut, auf dass sich niemand einfach daraus bediene. Vielleicht können wir sie doch einst ihren Besitzern zurückgeben. Mathis und Lukas warfen sich hinter Richards Rücken einen ratlosen Blick zu, und auch der alte Theobald zog verwundert die Brauen in die Höhe. Doch der Burgherr beließ es dabei und hatte sich bereits den Urkunden zugewandt. Nun, von Warstedt, berichtet uns, wie es um Rabeneck steht, befahl er und setzte sich in seinen Sessel. Georg, der Stiefsohn des Rabenecker Stallmeisters, war ebenfalls unter den jungen Burschen, die nach Schwarzenbach umgesiedelt worden waren, und machte sich sofort nützlich. Er kannte die übrigen Stallknechte von Rabeneck und hatte diese schon dort in Abwesenheit seines Stiefvaters immer wieder beaufsichtigt. So scheuchte er sie auch jetzt, sich um die mitgebrachten Pferde zu kümmern, die sich erst an die neue Umgebung gewöhnen mussten. Er selbst kümmerte sich um Damaris, Aleas junge Stute. Er sorgte dafür, dass alle Pferde im geräumigen Stall des Burgherrn eine saubere Box bekamen. Doch um Damaris machte er besonders viel Aufhebens, denn sie war trächtig. Mit seiner gewissenhaften Art war er dem alten Marschall Achim von Hohenbeck sofort aufgefallen, und er freute sich, dass sie mit Georg einen Jungen bekamen, der sich offensichtlich auf den Umgang mit Pferden verstand und wusste, worauf es ankam. Außerdem taten die anderen Jungen, was er ihnen sagte, was die Arbeit mit den Rabenecker Burschen sicher auch für ihn und den Stallmeister vereinfachte. So, vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute. Ich wünsche euch, keine Ahnung, wann ihr es gehört habt, einen schönen Tag, eine gute Nacht, wie auch immer. Und freue mich über eure Kommentare, eure Likes und natürlich eure Abos und das Teilen des Videos und was auch immer. Ihr kennt das ja alles, ihr guckt sicherlich nicht das erste YouTube-Video. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zum 4. Kapitel von Der Fall von Rabeneck. Bis dahin, eure Kathi vom Felsengrund Verlag.